Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Ein Feuer in den Pontypendi-Bergen? Oh nein! Beeilung, Leute! Jeder nimmt seine Ausrüstung! Schnell! Feuer in den Pontypendi-Bergen, Sam! Verständigt sofort, Tom! Hallo, Tom! Wir sind gleich da! Ein Feueralarm in den Pontypendi-Bergen! Ein Feueralarm? Ja, ist klar! Ich schau mich um! Man sieht nirgendwo Rauch. Wo haben Sie dieses Feuer denn gesehen? Da! Da vorne war es! Rote Flammen, die über die Wipfel in den Himmel schlugen! Oh! Oh! Oh nein! Mom, das ist der Sonnenuntergang. Norman Price, hättest du deiner Mutter nicht so viele Schauermärchen erzählt, wäre das alles nie passiert. Unter diesen Voraussetzungen können wir ebenso gut nach Hause fahren. Jetzt gleich. Entschuldige, Trevor. Entschuldige, Mom. Ich verspreche auch, keine Geschichten mehr zu erzählen. Tja, dann rufe ich nochmal die Feuerwehr an und melde den falschen Alarm. Was? Ein falscher Alarm? Entwarnung, Männer und Frau. Falscher Alarm. Es gibt keinen Brand. Ich wiederhole, Entwarnung. Nur ein falscher Alarm, Elvis. Dann wieder zurück. Da ist das Feuer. Ich rufe Sam an. Das muss er wissen. Hallo? Hey, Sam. Ich habe das Feuer entdeckt. Ihr müsst schnell herkommen. Wir sind gleich da. Sag Hauptfeuerwehrmann Steele, was los ist. Trevor, es brennt wirklich, da vorne am Waldrand. Ruf Feuerwehrmann Sam zurück, schnell! Norman Price, ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein, aber das ist kein Märchen, es brennt wirklich. Oh nein, die erste Grundregel, niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen. Tom, Thomas an Sam, ich bin jetzt gestartet, wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück, der Wald brennt noch nicht. Penny, Elvis, die Schläuche, schnell! Verflixter Funkenflug, die Schläuche sind zu kurz, Tom. Wir müssen die Flammen mit unseren Feuerpatschen ersticken. Nicht nötig, Sam. Der Wassertank ist aufgefüllt. Ich helfe euch aus der Luft. Das ging ja gerade noch mal gut. Ich finde diese wabbeligen Schaufeln toll. Tja, und zuletzt noch an den beiden schrägen Linien falten und dann die beiden Flügelspitzen aufstellen. Das ist doch kinderleicht. Superpilot Norman Price ist mit seinen Maschinen bereit zum Abflug. Schnippi, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippi, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Danke, danke, vielen Dank. Na, Norman? Oh nein! Na, was verschlägt dich denn heute in meine Küche, Norman Price, hä? Gar nichts. Na ja, eigentlich wollte ich dir was vorführen. Was richtig Cooles. Du wirst mich nicht an der Nase herumführen, Norman Price. Was du hier suchst, weiß ich ganz genau. Ach ja? Ja, ich weiß, wie gern du alles wegnaschst. Was? Du lässt schön die Finger von meinem Herd und jetzt raus aus meiner Küche. Na los, ja, hoppedi, hoppedi, hopp, hopp, hopp. Nein, ich wollte doch, ich muss, ja, ich mach auch. Schnippti, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippti, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch.
Was ist denn los, Norman? Ach, nichts, Sam. Wie kommst du mit deinen Papierflugzeugen voran? Überhaupt nicht. Niemand sonst in Pontypandy interessiert sich für Papierflieger. Hä? Hm? Was war denn das? Oh, ich bring gleich durch. Das ist das Telefon. Notruf. Notrufzentrale? Wie können wir Ihnen helfen? Feuer! Feuer! Feuer in der Küche der Feuerwache? Feueralarm! Es geht um Sekunden! Sam! Sam! In der Küche ist Feuer ausgebrochen! Feuer in der Küche der Feuerwache? Ich verstehe. Komm mit, Elvis! Ich komm ja schon! Stell sofort das Gas ab! Der Gashahn ist zu! Gut gemacht, Elvis! Elvis Crittenden, hast du geschlafen? Neben jedem Notausgang steht ein Feuerlöscher. Nein, Sir. Ich war so in Panik. Ja, und mein Eintopf? Du hast schon öfter Sachen anbrennen lassen, aber so sehr noch nie. Feuerwehrleute sollten Feuer löschen, Crittenden, und nicht Feuer legen. Ganz besonders nicht am Feuerschutztag. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Da ist etwas, das uns einen Hinweis geben könnte. Aha, ein Papierflugzeug. Vielleicht verrät uns das, wer der Übeltäter ist. Natürlich, das ist Briefpapier. Da steht ja ein Name. Lieber Hauptfeuerwehrmann Steel. Hauptfeuerwehrmann Steel, Sie waren das. Ich war das nicht. Oh. Wow. Sei nicht traurig, Norman. Wir haben doch jetzt schon mehr Weihnachtsschmuck, als jeder andere in Pontypandy jemals zuvor hatte. Aber Mom, haben wir nicht noch einen Riesenweihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Notfall! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom, ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Feuer in Dillys Laden! Feuer im Sparpreissupermarkt, Sam! Wir hatten einen Anruf von Mrs. Price! Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam. Penny? Bin schon unterwegs, Sir. Elvis. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab da drüben. Wird gemacht, Sam. Aus und dann hole ich ein Handtuch, um dich trocken zu reiben. Da kann er trocknen. Keine Sorge, Lämpchen, gleich ist dir wieder warm. Ich habe den Brenner gereinigt, jetzt funktioniert er wieder. Aber denk dran, ihn in Zukunft öfter mal kontrollieren zu lassen. Bist du sicher, dass er wieder heil ist, Mike? Ich finde nämlich, es riecht hier irgendwie leicht verbrannt. Oh. Oh ja, du hast recht, Gwendolyn. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Ah! Es
ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit Meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, ich bleibe Singen ruhig. Könnt ihr später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Er joggt schon den ganzen Tag, Sam. Ich hab's auch gesehen. Oh, also Joggen sieht anders aus. Elvis. Armer Kerl, er ist völlig erschöpft. Er hat euch reingelegt. Den ganzen Tag joggen von wegen. Ein Brand im Kabeljau-Café. Du bist ein Kindskopf, Krüttling. Jetzt aber schnell! Schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby! Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby, das ist Mollys Lämpchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das Baby. Ja, Onkel Sam, mein kleines Lämmchen. Oh, Krankenschwester müsste man sein. Dann wäre ich jetzt auch weggefahren zu so einem Kursus und müsste hier nicht ewig bügeln. Ja, Doktor, ganz richtig. Dieses Hemd hat einen schlimmen Fall von Knopferitis. Und nur mit einer sehr kniffligen Operation können... Schwester Flatt, Notaufnahme. Helen? Deine Stimme klingt so komisch. Ist Mike da? Ja, ich bin's. Oh, Mike, komm schnell her. Norman hat die Waschmaschine zerstört. Halb so wild, Dillis. Ich bin unterwegs. Ha, schön, wenn die Arbeit ruft. Elvis, was tust du? Den neuen Wischmopp austesten natürlich. Und damit du es weißt, Penny, ich werde nur noch vorwärts gehen, damit es keine Unfälle mehr gibt. Ja, nur wird's dann nicht blitzeblank. Warum ist Aufwischen nur so kompliziert? Da muss ich erst einen neuen Antriebsriemen bestellen, Dillis. Du hast sie total überladen. Aber nein, das war Norman. Darum bitte ich ihn auch nie im Haushalt zu helfen. Klar, bis dann, Dillis. Hallo. Tag, Mike. Norman? Oh, was denn nun? Ich hab doch die Wäsche gemacht. Nein, du hast die Maschine kaputt gemacht. Oh. Und jetzt wirst du Mike ganz freundlich fragen, ob wir unsere schmutzigen Sachen bei ihm waschen dürfen. Aber... Viel Spaß, Norman. Ich werde mal sehen, ob James und Sarah skaten wollen. Weißt du, Norman, Hausarbeit kann ich auch nicht gut leiden. Doch wenn man einen Job macht, sollte man ihn richtig machen. Feueralarm bei den Flatts. Elvis, komm. Oh, nö.
Warum kommen die Notrufe immer in den ungünstigsten Momenten? Feueralarm bei den Flats. Penny, ihr solltet auch Venus mitnehmen. Geht lieber weg von dem Haus, Mike. Wir übernehmen das. Elvis, zieh den Stecker da. Immer zuerst den Strom ausschalten. Klar, Sam. Ohne Streichhölzer kein Feuerwerk. Hey, Mandy! Tiger ist schon wieder weggelaufen. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder zu euch gelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber vielleicht versteckt er sich ja wieder in der Werkstatt. Dann lass ihn uns da suchen. Hab sie. Los geht's. Nein, er darf doch nicht anfangen. Halt ihn auf, Mandy. Das geht nicht. Ich darf nicht hinter die Absperrung. So sind die Regeln. Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Band? Tiger. Hinter die Absperrung. Und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon. Oh, lauf, Sarah! Nein. Oh nein, mein Werkzeug. Mein kostbares Werkzeug. Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein, die Feuerwerksparty. Hoppla, schon wieder. Bei den Flats brennt es. Da ist sicher was mit dem Feuerwerk passiert. Quiddlington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Hoffentlich hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman. Da kommen sie. Sam! Sam! Tiger hat sich vielleicht in der Werkstatt versteckt. Schon wieder? Ich sehe gleich mal nach. Ha, funktioniert bestens. Und der Regen ist vorbei. Das nenne ich Glück. Und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Mom! Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen! Tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flats. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam.
ja schon. Also, ist noch jemand im Haus drin? Nein, niemand mehr. Gut. Penny, wir brauchen die Atemgeräte. Ist gut, Sam. Dreh doch bitte die Sicherung raus, Penny. Sind rausgedreht, Sam. War doch kinderleicht. So gut wie fertig. Und ich habe nicht einen Tropfen Kleber an den Händen. Oh. 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 Oh nein. Oh, Mom. 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 Nein. Blöder Kleber. Mom. Oh. Ja. Oh. Wo kommt das denn her? Oh nein, das ist Normans Zimmer. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Was? Ein Feuer über Dillis Supermarkt? Schnell! Beeilt euch! Im ersten Stock von Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Anschneiden. Mhm. Mir wohl noch mal helfen? Das Ding macht jetzt so ein Sirenengeräusch. Tut mir leid, Dillis, aber du musst das Gebäude verlassen, falls das Feuer sich ausbreitet. Feuer? Welches Feuer? Komm einfach mit. Norman, du musst hier raus, schnell. Das geht nicht, Sam. Ich klebe an dieser Tür fest. Oh, ich verstehe. Los, Penny, hol einen Schraubendreher. Wir müssen den Türgriff abschrauben. Wird gemacht, Sam. So. Vielen Dank für die Einladung, Trevor. Das war eine reizende Idee, ein Essen bei Kerzenschein. Huch. Entschuldigung. Oh! Oh nein! Achtung, Dillis! Oh! Feuer! Keine Panik, Ruhe bewahren. Wir müssen das Café alle sofort verlassen. Kommt, Kinder. Feuer im Kabeljau-Café, meiner toll! Feuer im Kabeljau-Café, Beeilung! Diesmal ist es kein falscher Alarm, Sam. Charlie hat selbst angerufen. Was ist denn da wohl los? Gut, dass Sam da ist. Penny und Elvis, ihr nehmt die Schläuche. Ich werde prüfen, ob noch jemand im Café ist. Ist gut, Sam. Mom! Mom! Norman, bleib da! Aber Mike, meine Mom ist doch da drin. Deine Mom ist da drüben, Norman. Norman! Oh, Mom. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte schon, dir wäre etwas passiert. Oh, Norman. Dann bin ich dir also doch nicht ganz egal. Aber natürlich nicht. Du bist doch meine Mom. Da! Da ist einer! Ha! Ich habe ihn zuerst gesehen. Das ist kein Wanderfalke, sondern eine Möwe. Ich weiß, wie eine Möwe aussieht. Und das war ein Wanderfalke. Lass mich auch mal. Jetzt bin ich mit dem Fernglas dran, Sarah. Nein, bist du nicht.
Ach, von hier aus wird das nichts. Wir müssen noch höher hinauf. Aber der Wanderfalke eben flog ins Tal runter. Genau wie Tom es gesagt hat. Zum letzten Mal, das war eine Möwe, Norman. Und jetzt zurück in den Bus mit euch. Wieso glaubt Trevor nur immer, dass er es am besten weiß? Schrecklich heiß hier drin. Wieso dürfen wir denn nicht die Fenster aufmachen? Weil die Klimaanlage nicht funktioniert, wenn die Fenster geöffnet sind. Die Klimaanlage funktioniert doch sowieso nicht, Mr. Evans. Und ob die funktioniert, Norman? Und wieso steht dann der Zeiger der Temperaturanzeige auf Rot? Seht nur, Rauch! Oh, oh, oh nein! Alles aussteigen, sofort! Bleibt, wo ihr seid. Ich werde mir das mal ansehen. Nein, nicht aufmachen, sonst kommt Luft ans Feuer. Ich weiß schon, was ich hier tue, Norman. Oh, nein! Ah! Oh, Mr. Evans, rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Yeah. Oh, da brennt ein Bus. Oh, nein! Da brennt ein Bus, oben in den Bergen von Pontypandy. Das wird Trevors Bus sein. Er macht einen Ausflug mit den Kindern dorthin. Was? Dann aber schnell jetzt! Komm, Elvis. Anschnallen? Da kommt Sam. Das ging aber schnell. Beeilt euch, mein schöner Bus. Es geht los, Mandy. An welchen Stellen habt ihr denn bisher noch nicht gesucht? Nur auf der Feuerwache. Aber dort würde Norman sich doch nicht verstecken. Dann schauen wir dort mal lieber nach. Wow. Festhalten! Und essen magst du auch nicht? Das klingt nach Toms Hubschrauber. Na, was da wohl wieder passiert sein mag. Irgendwo muss es brennen. Ich kann den Qualm riechen. Alles klar, Sir. Das Feuer ist gezündet. Die Übung kann jetzt losgehen. Ausgezeichnet. Ich betätige den Alarm. Los geht's. Der Einsatz beginnt. Oh, ja. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen. Im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefahren. Viel Erfolg. Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm! Das ist Norman! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price! Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Norman, Sam holt dich da gleich raus. Oh, was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist ja alles gut. Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Wir müssen hier weg. Mom sagt doch immer, wenn wir uns verlaufen haben, sollen wir bleiben, wo wir sind, damit sie uns dann finden kann. Aber doch nicht, wenn ein Feuer ausbricht. Komm mit, da lang. Wo stecken die nur? Sie sollten längst wieder hier sein. Da,
Oh. Oh, wir rufen Feuerwehrmann Sam. Ein Waldbrand ist ausgebrochen und Sarah und James werden vermisst. Meiner toll. Ein Blitz hat den Wald in Brand gesetzt und Sarah und James werden vermisst. Wir sollten Schnuffi mitnehmen. Er kann uns bei der Suche helfen. Der Hund ist zu ängstlich. Der hat sich sicher verkrochen. Aber wir brauchen ihn. Ich gehe noch mal hoch. Bis gleich. Tom ist auch schon verständigt. Er kann vom Hubschrauber aus beim Löschen helfen. Na komm, Junge. Du schaffst das schon. Braver Hund. Wir laufen in die falsche Richtung. Ich erkenne gar nichts wieder, James. Überlass das nur mir. Ich weiß besser als du, wo es lang geht. Aber es ist doch jetzt ganz egal, wer von uns beiden der Bessere ist. Wir haben uns verirrt. Ja, du hast recht. Aber wie sollen wir den richtigen Weg finden? Tja, wir könnten uns nach Dingen richten, die wir gesehen haben, als wir in den Wald liefen. Zum Beispiel den großen Felsbrocken. Da sind sie ja. Endlich. Da bin ich aber froh. Gwendolyn, hast du irgendetwas, was den Zwilling gehört, damit Schnuffi ihre Spur aufnehmen kann? Nur ihre zwei Regenjacken. Sehr gut. Hier, Schnuffi, riech an den Jacken. Komm schon, Schnuffi, wir brauchen dich. Wir müssen James und Sarah finden. Braver Hund. Hubschrauber angeflogen. Tom! Er löscht das Feuer aus der Luft. Oh, hier ist der Felsbrocken, den du vorhin entdeckt hast. Ja, und da ist der Brunnen. Hier sind wir richtig. Und ich kann Hundegebell hören. Oh, Sam! Sam!